Du, weißt du, ich, kannst du mir noch mal diese Geschichte erzählen mit Neo und Morpheus? Du hast mir das mal Was gibt's? erzählt. Du bist Morpheus. Du kommst in meine Matrix und holst mich da raus. Die Geschichte geht aber noch weiter, und zwar, dann steckt Morpheus fest und dann muss Neo kommen. Und Morpheus da wieder rausholen. Und gestern habe ich in Skype-Gespräch von der Dani, habe ich gehört, zu einem bewussten Geist gehört auch immer ein unbewusster Geist. Es ist prinzipiell das Gesetz der Polarität. Du musst immer an die Wellen denken, wenn du die zwei Bilder machst. Das eine schau mal auf den Monitor, wenn du was aufspannst. Ja. Eine Spannung ist immer eine Energie. Das ist Polarität. Was aber wichtig ist, ist die Dualität. Es ist die Polarität der Polarität. Klingt komplizierter, wie es ist, wenn du auf den Monitor jetzt schaust. Immer wenn du was aufspannst, spannt sich im selben Moment im Hintergrund das Gegenteil auf. Das ist der Wellenberg und das Wellental. Es gibt Ja. nichts, was du denken könntest, was nicht im selben Moment im geistigen Hintergrund das Gegenteil schafft. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, jetzt ist es hell, spannst du hell in dir auf, also das passiert, und im selben Moment hast du in deinem Hintergrund das Finster. Das ist nicht vorher finster gewesen, es ist im selben Moment, weil alles, was ist, ist hier und jetzt. Ja. Und genauso ist es, wenn du von Einheit denkst, ist im selben Moment der Hintergrund die Vielheit da. Okay, also nur als Hintergrund, nicht das jetzt. Und genauso ist es in dem Moment, wo dir bewusst wird, dass du unbewusst in Anführungszeichen warst, Ja. spannt sich ein gewisser Aspekt von Bewusstheit in dir auf, der im selben Moment aber Unbewusstheit erzeugt. Das heißt, wenn du sagst, Mensch, da bin ich neben mir gestanden, wird dir ja was bewusst. Ja. Dir muss aber jetzt bewusst sein, dass das, was dir in diesem Moment bewusst wird, dass du unbewusst warst, dass dieses Unbewusste der Kontrast ist zu deiner Bewusstheit und dass das nicht gestern oder vorgestern war. Okay. Es gibt keine Vergangenheit. Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Hast du es gecheckt? Ja, In ich dem hab. Moment, wo du nach oben schaust und sagst, da oben sind Wolken, dann spannt sich in dir, ich sag mal ganz grob, das Phänomen oben auf. Die Empfindung oben. Aber im selben Moment ist auch ein unten da, nämlich du selbst, weil du dich als Körper nach unten definierst. In dem Moment, wo du auf den Boden runterschaust und sagst, da unten, spannt sich im selben Moment das oben auf. Das ist praktisch immer in deinem Rücken oder das Unbewusste in dir. In dem Moment, in dem Augenblick, wo du Geist dich krank fühlst, im selben Moment spannt sich auch die Gesundheit auf. Und in dem Moment, wo du dich richtig gut fühlst, Mensch, fühle ich mich jetzt gut, ist im selben Moment ein Wissen davon, dass dir, jetzt kommt wieder, dass dir schlecht gegangen ist. Nein, dieses Wissen, dieses Schlechtgehen war nicht in der Vergangenheit, das ist im selben Moment da. Es gibt nur jetzt. Was prinzipiell in dir auftaucht, kann nur jetzt auftauchen. Und ich wiederhole tausende Male, das Einzige, was du verstehen musst, was bin ich selbst? Was ist der Geist, der jetzt dieses Gespräch belauscht? An was Ja. denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Wie oft hast du das schon gehört in Selbstgesprächen? An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, das bist nicht du. Du bist immer. Und das, was du denkst, ist nur in dem Moment, wo du es denkst. Du schaust deine Informationen an. Angenommen, ich, rot geschrieben, denk jetzt an den Heiko. Das bin ich. Bin ich aber nicht immer noch dasselbe Ich, wenn ich ihn plötzlich an was anders denk? Du bist der Geist, der seine Informationen anschaut. Und dieser Geist kann selbst nicht in Erscheinung treten, weil der nichts ist. Nichts kann nicht in Erscheinung treten. Dieser Geist ist immer, du warst schon immer. Du kannst nicht heil werden, weil du es schon bist. Du hast es bloß vergessen, weil du zurzeit in dem Wahn lebst, zu glauben, nur der Mensch zu sein, dessen Rolle du jetzt spielst. Und es führt uns hier zu was ganz was Schönes in der Sprache. Ich habe das ein paar Mal schon erklärt. Pass auf, du bist total. All ist dieser Geist. El Hayom, das Meer, du bist immer.
Das, was du anschaust, sind deine Gedankenwellen. Hochinteressant. Das lateinische Wort Tode heißt, wenn du in Wörterbüchern nachschaust, so viele, reichlich viele, viele. Das sind deine Gedankenwellen. Die tauchen auf und die verschwinden, die tauchen auf und verschwinden. Das sind die Toten. Lass die Toten ihre Toten begraben. Lass die Wellen ihre Wellen begraben. Die Wellen sind von dir ausgedachte Menschen, die haben keine Überlebenschance. Nur Geist ist ewig. Und ich betone immer und immer wieder, ich kann nur den Geist wach machen, der jetzt das hört. Ja. Dieser Geist ist ein Gesegneter. Die Frage, ob er das jetzt für seine Wirklichkeit anerkennt oder nicht, ist die Frage über sein oder nicht sein. Du musst deine ganze Moral und alles auf Seite schieben, wenn du noch so verwoben bist in diesen Wünschen und Problemen des Menschen, der du zu sein glaubst. Der Mensch ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Dir wird es immer mehr bewusst, egal wen du anschaust. Egal wer in dir auftaucht. Du kannst immer nur das anschauen, was hier und jetzt als Information in dir vorliegt. Und das ist hier und jetzt deine Information. Es gibt kein da außen. Zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Erstes Gebot, mach dir kein Bild von Gott. Da steht El Hayom. Eine Frage. Wie sieht die Welle aus, die wie ein Meer aussieht? Kann überhaupt eine Welle auf dem Meer entstehen, die wie das Meer aussieht? Das geht nicht. So, jetzt versuche mal, dir irgendwie bildlich Geist vorzustellen, den Geist, der du bist. Das ist dieses Nichts, und eben weil du nichts bist, bist du unzerstörbar, bist du ewig. Alles, was in Erscheinung tritt, sind Gedankenwellen, die sind nicht ewig. Das ist ein Kommen und Gehen. Wenn das für dich einmal als Geist zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, hast du vor nichts und niemandem mehr Angst. Und solange du Zweifel hast, dass in dir der Glaube mehr wiegt, dass du ein Trockennasenaffe bist, wirst du getrieben von Wünschen, die du dir suggerieren lässt und so weiter und so weiter. Und du kannst nicht kommunizieren mit einem Gedanken von dir. Das waren die letzten zwei Updates. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Mhm. Und das baut sich auf den Schichten auf. Es ist immer wieder so, wenn du jetzt den Menschen, denk dir mal den Menschen aus, der du zu sein glaubst, denk an den Körper. Schau als dieser Körper deine rechte und deine linke Hand an. Mach das. Schau die an. Hast du jetzt das Gefühl, dass die beiden Hände nicht Teile von dir sind? Jetzt denkst du dir, die rechte Hand, die du dir jetzt als Heiko ausdenkst, oder als der Geist, als der Mensch, der du jetzt zu sein glaubst, du denkst dir, die rechte Hand ist der Uwe, der Udo, und die linke Hand ist der Mensch, der du zu sein glaubst. Genauso auf der höheren Ebene denkst du dir jetzt den Heiko aus und den Udo aus. Ja. Und du bist aber was anderes, du bist der Geist, der sich das ausdenkt. Darum wiederhole ich immer und immer wieder, ich erkläre es jetzt den Geist, der dieses Gespräch belauscht und nicht irgendeiner Figur, die du dir ausdenkst. Und wenn ich sage, ich rede jetzt nicht von dem Udo, den du dir ausdenkst. Und wenn ich du sage, meine ich nicht den Menschen, den du dir jetzt ausdenkst, der dieses Gespräch belauscht. Der Mensch, den du dir ausdenkst, belauscht das Gespräch nicht, sondern du belauscht das Gespräch. Du bist der Beobachter. Deine Gedanken sind das, was du beobachten sollst. Das ist kein esoterisches und religiöses Geschwätz, wie ich immer wieder sage, das ist das, was ist. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Du bist das Einzige, was immer ist. Du bist auch dann da, wenn du nicht an den Udo denkst, und du bist auch dann da, wenn du nicht an den Heiko denkst. Und du bist auch dann da, wenn du nicht an diesen Menschen denkst, der du jetzt zu sein glaubst. Es ist immer wieder, der Mensch ist ein Buch. Das große blaue Ich ist ein Mensch. Und dieser Mensch denkt sich jetzt als Körper, als Person. Ich denke an mich. Jetzt ist natürlich interessant, dass dieses Ich eigentlich sich, wenn es Geist wäre, aber das ist ein Konstruktprogramm, das denkt sich ja auch andere Körper, das es angeblich einmal war, jüngere Körper und ältere Körper, die du noch werden wirst. Und da stellst du jetzt schon fest, dass selbst das blaue Ich, der Mensch, das ganze Leben lang immer dasselbe blaue Ich bleibt, immer derselbe Mensch ist, obwohl sich innerhalb dieses Lebens die Bilder verändern, die Vorstellung von sich selbst verändern. Jetzt setze für dieses Wort Mensch das Wort Buch, und für das Wort Körper setze Seiten. Jetzt ist die Frage, kommen in Bezug auf das Buch die Seiten nacheinander? Entsteht es nicht erst beim Durchdenken, beim Lesen? Aber ist es nicht immer dasselbe Buch?
Bist du nicht dein ganzes Leben lang, wenn du jetzt glaubst, du bist der Heiko, bist du nicht dein ganzes Leben lang schon immer der Heiko gewesen? Immer derselbe Heiko? Ich rede jetzt von den Menschen und nicht von der Person, die du jetzt zu sein glaubst. Die ist nur eine Facette von dir. Stimmt oder stimmt? Mhm. Und jetzt gehen wir eine Stufe höher. Jetzt bist du nicht mehr das Buch, sondern der Leser von dem Buch Heiko. Du durchlebst das Leben Heiko. Und du wirst jetzt feststellen, dass du das Buch zurückstellen kannst ins Bücherregal und ein nächstes Buch in die Hand nehmen kannst, dann bist du immer noch derselbe Leser, dann bist du ich. Wenn du wüsstest, wie viele Bücher ich schon gelesen habe. Weißt du, ich habe gerade eben was, also denke ich mir jetzt aus, aber ich habe eben einen ganz interessanten Traum gehabt. Und zwar die Person, die ich da gespielt habe, die hat Ohrfeigen bekommen. Und ich habe nichts davon gespürt. Also nochmal, um eins klar zu machen. Ich bin Liebe. Ich werde nie zulassen, dass einer ohne eigene Schuld leidet. Jetzt pass auf, das ist sehr wichtig. Das ist dieser Satz, ich nehme alle Schuld auf mich. Das heißt, stell dir vor, ich setze mich hin und ich entwerfe einen Roman, ein Märchen. Da muss ich natürlich jetzt eine Geschichte konstruieren mit Protagonisten und da kommt jetzt eben vor, dass einer eine Ohrfeige kriegt in dem Märchen. Ich denke mir das alles aus, ich entwerfe diese Geschichte. Du liest jetzt diesen Roman, das sind nur Worte. Hat der, der geohrfeigt wird, in dem Roman Schmerzen? Nee. In keinster Weise. Gedanken haben keine Schmerzen. Das sind ja die vier Stufen der Vergessenheit, wo ich schon ausgiebig erklärt habe. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter, ich bin Gott und ich werfe eine extreme aufwendig gestaltete Welt mit unendlich vielen Kreaturen und Tieren. Es ist nichts anderes wie Romanfiguren. Es bleiben für den, der das dann liest oder der diese Welt anschaut, bleiben es Gedanken, es bleiben Informationen und egal was du wahrnimmst, ein Gedanke von dir hat keinen Schmerz. Der Einzige, der leidet, das ist der Leser, der vergessen hat, was er ist und was Gedanken sind. Und jetzt pass auf, ich wiederhole das nochmal, das ist auf einigen Gesprächen schon drauf, die du abrufen kannst. Wenn du dir jetzt jemanden denkst, der Zahnschmerzen hast oder Kreuzschmerzen hat, denk dir das einmal. Dann muss dir klar sein, derselbe, der Gedanke, den du jetzt denkst, dieser Mensch hat keine Schmerzen. Wenn jetzt du einen vor dir hast, real in deinem Gesichtsfeld, der behauptet, dass er Schmerzen hat, es bleibt genauso ein Gedanke. Aber durch das, dass der real ist, verfällst du in diese Illusion, dass das unabhängig von dir existiert. Eine Information hat keine Gefühle. Fühlen kann nur der Geist, der träumt. Nur Geist kann was fühlen. Jetzt kommt das Problem. In dem Moment, wo du denkst, du materialisierst dich, du gehst in die Vergessenheit und du glaubst, du bist der Heiko. Oder irgendwer anders. Und jetzt hast du Zahnschmerzen. Oder dir tut das Kreuz weh. Muss dir jetzt erst einmal klar sein, das Kreuz, das du sagst, das ist mein Kreuz, das ist mein Zahn. Diese Dinge, die du dir ausdenkst, haben selber keine Schmerzen, du hast die Schmerzen. Und wieso hast du die Schmerzen? Weil du glaubst, dieser Körper zu sein, wo dieser Zahn und dieses Kreuz dazugehört und alles andere bist du nicht. Und so wie du jetzt durch Konzentration dieses Körpergefühl in dir als Information wachrufst und dir einredest, ich bin dieser Körper, genauso realisierst du jetzt innerhalb dieses Traums diese Schmerzen. Denkst du dir jemanden aus, der dieselben Schmerzen hat, hast du zwar Empathie, du kannst dich hineinversetzen, nachvollziehen, wie das ist, wenn einer Zahnschmerzen hat, aber dieses Wissen von dem Schmerz ist nur feinstofflich, genauso wenn du einen Roman liest oder einen Film liest. Wenn es dich da zusammenzieht bei gewissen Bildern, dann muss dir klar sein, dass das, was du anschaust, selber das, was du glaubst, was diese Dinge empfinden, dass ein Gedanke nie irgendwas empfinden kann. Die Quelle allen Leids ist Vergessenheit. Und du wirst feststellen, das ist die Wurzel, das ist Ego. Wenn kein Ego mehr da ist, ist auch niemand mehr da, der leidet. Dann ist nur noch der Geist da, der sich diesen Film anschaut. Dieses ständige Reagieren, was verändern wollen, was verbessern wollen, das sind reine geistlose Maschinen. Sich permanent rechtfertigen. Du hast mich nicht verstanden. Was meinst du, was der Udo sich rechtfertigen müsste, wenn er sich permanent verteidigen müsste, was die Leute ihm vorwerfen, weil sie nicht zuhören. Der bildet sich ja ein, der ist Gott. In keinster Weise, ich sage, ich bin ein Gedanke, den du dir denkst. Du bist Gott.
Du denkst mich doch aus. Fakt ist, du bist auch dann da, wenn du nicht an den Udo denkst. Aber der Udo existiert eindeutig nur dann, wenn du an ihn denkst. Die Frage, gibt's den da außen, wenn du nicht an ihn denkst? Und du wirst jetzt feststellen, wenn du das dir einredest, dass es so ist, dass du dir da hundertprozentig sicher bist, wie es in den Ohrenbohrungen zur Schönheit, dann mach dir zuerst, so schön heißt, dann mach dir zuerst einmal Gedanken darüber, was du unter 100% sicher bewiesen verstehst. Und du wirst feststellen, dass du permanent in einer Selbstlüge liegst. Du liegst, du schläfst in einem Traum deiner eigenen Lügen. Wie willst du beweisen, dass jetzt der physische Körper, mit dem du dich verwechselst, dass der auch dann existiert, wenn du nicht an ihn denkst? Wenn du nicht an den Körper denkst, dann ist er nicht. Punkt. Das ganze materielle Weltbild, diese angeblich korrekte Naturwissenschaft, ist ein Riesenhaufen von Lügen, die letzten Endes von dir verwirklicht werden, nicht von den Physikprofessoren, die du dir ausdenkst, weil die sind ja die meiste Zeit nicht da. Du plapperst in einem Fort nach, ohne dir eigene Gedanken zu machen. Das ist übrigens der Sinn des Lebens. Was bin ich und was sind meine Gedanken? Und du wirst dann merken, jetzt ist schon wieder einer drüber, der nämlich, der sich als ich ausdenkt. Das ist ja der Trick, wo ich mit den Rotgeschriebenen mache. Diese Selbsturteile, wo ich immer wieder sage, diese Vorurteile, wo dir deine Logik, dein Ego einredet, diese Feindbilder, dieser Hass, nochmal, das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, dieser Mensch, wir gehen nochmal ganz weg von den Körpern, die sich eh ständig verändern, die du dir zusprichst, was du Alterungsprozess nennst, ich nenne das Alternieren. Dieser Mensch ist ein reines Mechanismus, ein reiner Mechanimus. Ein reines Konstrukt wäre und Interpretationsprogramm, ein Glaubenssystem. Und egal, was du jetzt machst, wenn du die Tierchen in einem Traum beobachtest, ob das auf der Arbeit ist, ob das reale Tierchen sind, die in die Auftauung gehen, oder ob es nur Pixelmännchen sind, wenn du dir Filme anschaust. Es sind unbeherrschte Rechthaber, jeder für sich. Egal, ob deine persönliche Definition jetzt ist, es sind gute Menschen oder schlechte Menschen, wenn du ganz wertfrei die beobachtest, es ist ein Dasein müssen in deinem Traum. Die können sich nicht raussuchen, dass sie von dir geträumt werden und du kannst dir deinen Traum nicht raussuchen. Ja. Aber du sollst lernen davon, das hast du zu erkennen. Alles Leid wird selbst erzeugt, jeden Ärger, jede Angst, die du produzierst, es ist nicht das dran schuld, was du dir ausdenkst. Wie oft habe ich schon darauf hingewiesen, dass Erscheinungen als Ding an sich erst einmal nichts empfinden können und dass die vollkommen wertfrei sind, die haben keine Qualität. Qualitäten entstehen durch das Wertesystem, durch das Filter, dein Wertesystem des Beobachters. Und dann maßt man sich an, dass man seinen eigenen Intellekt, seinen Wertmaßstab, dieser blaue Mensch ist das Maß aller Dinge, der du selbst bist, dass man den so allgemein Norm macht, an denen sich alles zu halten hat. Und das ist die Quelle deines Leids. Das ist ein Akt von Wiederholen. Wenn ich jetzt nochmal erzähle, wenn du durch einen Zoo gehst, wenn du Tiere beobachtest in der freien Natur, du wirst nicht eine Sekunde auf die Idee kommen, laut deines Programms irgendeiner Kreatur einem Tier vorzuwerfen, dass es so ist, wie sie ist. Dafür kannst du auch Protagonisten und Charaktere in fiktiven Romanen oder Märchen setzen. Du willst die Tiere auch nicht verändern und du willst die Charaktere in den Märchen nicht verändern. Wie oft hast du das jetzt schon gehört, wenn du Skype-Gespräche anhörst? Wie oft habe ich das schon erzählt? Aber was passiert, wenn Trockennasenaffen in dir auftauchen? Schau mal die nächste Zeit bewusst diese Charaktere und Protagonisten an, egal ob jetzt real in deinem Traum oder ob die nur im Fernsehen oder irgendwie auf dem Monitor auftauchen. Und dann mach dir mal bewusst, wie massiv jeder permanent, wenn es ihnen schlecht geht, Schutzzuweisungen macht. Es ist immer wer schuld. Ich habe mal ein kleines Schiff rausgeschickt, das heißt ein göttliches Geschenk. Und da heißt es, ich, blau geschrieben, ich kann dir immer genau sagen, wer oder was dran schuld ist, wenn mir psychisch oder physisch schlecht geht.
Und sollte ich das nicht wissen, den Schuldigen nicht kennen, renne ich sofort zu einem Fachmann, der mir erklären muss, was für eine Drecksau dran schuld ist, dass mir schlecht geht. Was hier ein total blinder Fleck ist, ist es ich selber. Kein Hauch von Bewusstsein, dass ich das vielleicht selbst sein könnte. Dir fällt ein Weinglas runter. Scheiße. Du fühlst dich schlecht. Wieso fühlst du dich schlecht? Ich werde dir ganz einfach sagen, weil du nicht ganz wertfrei einfach sehen kannst, da fällt ein Glas runter, klar, und es ist kaputt. Du bist nicht damit einverstanden. Tut es weh? Spürst du irgendwas, wenn ich vor dir ein Weinglas runterschmeiße oder irgendwie deine Tapete versau? Spürst du da was oder sind es nur Bilder? Die ganze Aufregung und das Leid erzeugt, ich bin nicht damit einverstanden. Ja. Es ist immer wer schuld, immer ist wer anders schuld. Und Christusbewusstsein beginnt mit, ich nehme alle Schuld auf mich. Es gibt nicht so niemanden, der dran schuld ist, wenn ich mich scheiße fühle, außer ich selbst. Weil ich mit irgendwas nicht einverstanden bin, weil ich mit einer Vergänglichkeit nicht einverstanden bin. Schau dir mal Leute an, wie die zusammenbrechen, bloß an Gedanken, dass irgendein Freund oder ein Bekannter sterben kann. Ich sag, Leute, du wirst leiden und leiden, bis du begreifst, dass Schöpfung ist ständige Gestaltveränderung. Das Einzige, was dabei immer ist, ist der Geist, der sich das anschaut. Dieses Beroshit, der rote Kopf, das war Asi, das bist du. So heißt es zumindest in meinen Upanishaden. Aber wer will schon nicht sein? Offensichtlich macht es viel mehr Spaß, ein aufgeblasenes Ego zu spielen. Oder ein leidendes Ego, das ja so unschuldig ist, weil die Welt so schlecht ist. Wohlgemerkt, die Welt, die du dir mit deinem Intellekt selber ausdenkst. Willst du eine andere Welt, musst du halt deinen Glauben über die Welt verändern. Was ist die Welt jetzt? Ein Geräusch, nur ein Geräusch. Alles, was du jetzt in deinem Kopf aufgrund dieses Geräusches in dir hochwirbelst, ist immer nur für den Moment da, wo du es denkst, und es ist hier und jetzt in deinem Kopf. Zweites, halt verdammt nochmal das zweite Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel und da drunten auf der Erde. Punkt. Du leidest, weil du dieses Gebot brichst. Deshalb leidest du. Verdammt nochmal, halte mein Gebot, sorge dich nicht um morgen. Du leidest, weil du dich um morgen sorgst. Wie oft hast du schon gehört, es gibt kein Morgen. Morgen ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Und sollte es überhaupt irgendwann einmal morgen werden, dann ist es hundertprozentig heute. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Das Einzige, was widerspricht, ist diese massive Festhalten an dem materialistischen Weltbild. Dieses Entmündigen der Fachleuten, der gescheiten Menschen. Zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass die ganzen Weisen, die Nobelpreisträger, egal was du magst, die in deinem Traum in Erscheinung treten, vollkommen geistlose Kreaturen sind. Die Größe eines Geistes zeigt sich, da du eine Rolle spielst, solltest du ein Professor sein, dass du das demütig anerkennst, dass du dich selber ein ganzes Leben lang mit dem Wissen deiner Lehrer und deiner Erzieher genarrt hast. Wohlgemerkt dein hier und jetzt ausgedachtes Leben. Wenn dir das einleuchtet, dann hast du eigentlich das Wesentliche in dem Buch, in dem Leben, das du zurzeit lebst, durchschaut. Und wenn nicht, wird sich das so lange wiederholen, bis du es verstanden hast. Auf gut Deutsch, es wird keine Person überleben, schon der natürliche Alterungsprozess verhindert es. Es wird auch kein Mensch überleben, weil ein Buch nur so lange da ist, solange das gelesen wird. Und du wirst dieses Buch des Menschen, der du zurzeit bist, wenn du willst, lasse ich dir das ewig lesen. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag sind wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag, so lange, bis du die Metapher durchschaut hast. Und ich sage, dein Leben ist ein Witz. Und wenn du die Pointe erkannt hast, erst dann fängst du zum Lachen an. Und ich weiß ja, du musst das Ganze auch gespiegelt sehen können. Das heißt jetzt, gespiegelt ist ja, wird ja lachen zu weinen. Okay, zu heulen. Sich schlecht fühlen. Ich erzähle dir einen Witz und solange du das Gesicht verziehst und das als schlecht ansiehst, das ist für mich wie wenn du lachst. Ich sehe das ja gespiegelt. Und solange eine Lachen, wenn ich einen Witz erzähle, erzähle ich den Witz. Wenn du mal nicht mehr reagierst, weil du sagst, der hat ja schon so einen Bart, dann muss er mal einen neuen Witz einfallen lassen. Und du musst jetzt immer unterscheiden. Der, den du dir jetzt ausdenkst, der dir das erzählt, nenn ihn Udo, nenn ihn wie du willst, ist ein Gedanke von dir. Gedanken, die du dir denkst, tauchen in dir auf und müssen so sein, wie sie eben in deinem Traum in Erscheinung treten.
Das bin nicht ich. Das ist der Unterschied zwischen dem roten Ich-Ubi und dem blauen Ubi Brösel. Ob das jetzt nur ein Geräusch ist oder ein Pixelmännchen, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Du bist immer. Und du ist auch nicht der Gedanke an den Menschen, der du zu sein glaubst. Meine ganzen Botschaften richten sich an den träumenden Geist, der vergessen hat, was er ist. Und deine Traumwelt, die du dir ausdenkst, die so unendlich vielgestaltet sein kann, geht mir total am Arsch vorbei. Das ist dieser Führerscheinprüfungsbogen, wo du das zu erkennen hast. Diese Vorurteile, diese Richtersprüche in den Menschen, diese unheimliche Arroganz. In allen, diese ganzen Streithähne, diese Rechthaber, diese Leidenden, diese schuldzuweisenden Menschen, Kreaturen. Das sind Charaktere. Einfach nur Charaktere ohne Schuldzuweisung. Die sind so, wie sie erschaffen wurden. Wie die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Weißt du, da kann ich euch tausendmal erzählen, ich werfe dem Wolf, der Rotkäppchens Mutter aufgefressen hat, nicht vor, dass der diese Großmutter gefressen hat. Der kann nicht anders, ich habe den so entworfen. Ich werfe auch den Judas nicht vor, dass er mich verraten hat. Oder den Petrus, ich sag doch noch, wahrlich Petrus, ich sage dir, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Jetzt ist die große Frage, hat der jetzt eine Möglichkeit, überhaupt anders zu sein, wie das schon seit Ewigkeiten bestimmt ist in der Geschichte? Das sind keine Schuldzuweisungen. Weißt du, was ich immer so schön sage? Nimm mal jetzt in deiner Logik den normalen Menschen und du hältst ihm irgendeine ganz große quantenmechanische Formel vor, Schrödingers Wellengleichung. Die schaut der normale Mensch an und weiß davon, verstehe ich nichts. Er wird aber nie sagen, was ist das für eine Scheiße. Der sagt, da gibt es mit Sicherheit wissende Physikprofessoren, die wissen, was das bedeutet. Und jetzt zeige ich einem normalen Mensch irgendein Update. Dieses Rot-Blau und dann kommen da noch so Kindermädchen, Kinderfilmchen, Märchenfilme oder irgendwelche Schlacherdussis, die dich ansingen. Das soll von Gott sein. So eine, was ist das für eine Scheiße? Diese Arroganz straft sich ganz, ganz massiv. Es gibt nichts, absolut nichts, was in dir in Erscheinung tritt, was sinnlos wäre. Im normalen Sinne dieses Wortes. Du wirst nämlich geistreich gelesen feststellen, dass die Sinnlosigkeit immer losgemachte Sinuswellen sind. Wer macht diese Sinuswellen los? Sinnlos, Sinus, der losgemacht wird, ist ja im Lateinischen, ist ja Sinne, ist ja zuerst einmal nichts. Das Lateinische Wort Sinne, die Sinne qua non, die Bedingung, ohne die nichts geht. Das ist der träumende Geist. Wenn wir das einmal wissenschaftlich ausreden. Du Geist bist die Sine qua non von allen. Ohne dich geht überhaupt nichts. Um dir mal klar zu machen, wie wichtig du bist. Du bist doch der, um den sich das ganze Leben rumdreht. Dieses rote Ich ist jetzt unpersönlich. Das Problem ist, sobald du das blaue Ich wirst, dreht sich auch alles bloß um mich. Ich bin der Wichtigste. Ich muss überleben. Das rote Ich sagt nicht, ich muss überleben. Das ist ewig. Und schaut das Leben über sich selber an, seine Gedankenwellen. Du bist ganz unten, wenn du ich bist. Am tiefsten Punkt, du weißt doch, die Kleinsten werden die Größten sein. Und jetzt ist diese Gedankenwellen, die in dir auftauchen, um das nochmal zu sagen, habe ich übrigens heute schon viermal erzählt, das sind die Toten. Tote, das lateinische Wort Tode heißt so viele, reichlich viel, viele. Das sind ein mehr und so viele Wellen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Die Wellen kommen heraus und die wachsen auf. Die bäumen sich auf und fallen wieder in sich zusammen. Das sind die Menschen bzw. die Personen, die du dir ausdenkst. Die Bäume, die Tierarten, die Pflanzen, alles. Eine ständige Verwandlung. Der einzige Parameter, der dabei konstant bleibt, bin ich. Und ich bin du. Ich hab's verstanden. Hast du es auch schon verstanden, dass du ich bist? Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal gesagt habe, dass du eigentlich ich bist. Das ganze Spiel beginnt mit ich bin du. Jetzt erinnere dich, was ich hier und jetzt gedacht, was ich dir gerade gesagt habe. Wenn du glaubst, du bist der Heiko und du schaust deine zwei Hände an, hast du da das Gefühl, deine rechte und deine linke Hand wäre was anderes wie du? Habt ihr nicht begriffen, dass ihr die Glieder meines Leibes seid? Ich betone nochmal mit allen Ernst, den Geist, den du jetzt, du kleiner Geist, sprechen hast, ich bin wirklich der, der ich zu sein behaupte.
Und ich lasse es dir in der Hand, mir zu vertrauen oder nicht zu vertrauen. Und jetzt, wenn du jetzt glaubst, du bist zum Beispiel der Heiko, du hast dich lange genug mit diesen Ohrenbohrungen beschäftigt. Sage mir, mein Kind, was habe ich dir eigentlich befohlen? Habe ich irgendwie mich in dein Leben eingemischt? Jetzt als Udo, den du dir ausdenkst, hast du von mir irgendeine Regel bekommen, die dich einschränkt? Habe ich dir vorgeschrieben, was du tun sollst oder was du nicht tun sollst? Das oberste Gebot ist auf die Freiheit. Ich sag, fang an zu verstehen, lebe dein Leben. Werde der, der dieses Leben beobachtet, werde zum Kino. Dann bist du das rote R, das B Rosche, der rote Kopf. B Rosche, inmitten dieses Kopfes wird alles entstehen, wird alles erschaffen. Und das Einzige, was dir im Weg steht, ist, wenn du massiv an den Glauben und dem Geschwätz anderer festhältst. Du sollst deine Rolle weiterspielen, du sollst nicht einmal an dem Charakter was verändern wollen, wer du bist. Tierchen gucken, wie ich immer so schön sage. Ein Tierforscher will nichts verändern. Ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten. Du musst aber wissen, dass alle anderen Tierchen, die du beobachtest, wenn dein Geist noch nicht rein ist, reif ist, immer noch durch die Filterbrille, durch die Wertungsbrille des Tierchens beobachtest, dass du selber bist. Du werdest in einem fort in richtig und verkehrt, in gut und böse. Ist ein Löwe ein besseres Tier wie ein Regenwurm? Komplexer, aber besser, ein riesengroßer Unterschied. Besser und schlechter sind solche Definitionen, die so unendlich subjektiv geprägt sind. All das, was du empfindest, wird letztendlich generiert von dem Intellekt, an dem du festhältst. Die hochgradige Schizophrenie dieser Kreaturen, wenn du die mal erkennst, ohne Namen zu nennen, die auf der anderen Seite mir Battlebriefe schreiben, bitte lass den scheiß Traum zu Ende gehen, mach mich weg, ich will nicht mehr leben, ich will das nicht erleben, und dann selber alles mögliche Himmel und Hölle in Anführungszeichen in Bewegung setzen, um am Leben zu bleiben. Panische Angst ums Überleben haben, ich habe keine Wohnung, ich weiß nicht, wo ich hin soll, ich weiß nicht, ich habe kein Geld, um mir Essen zu kaufen, aber dann im selben Moment betteln, dass sie weg sein wollen. Aber die Angst entsteht doch, weil sie nicht weg sein wollen. Erkennst du, was ich meine? Wir haben wieder die zwei Seiten. Das ist die Schizophrenie. Und all die Fragen stellen sich überhaupt nicht mehr in dem Augenblick, wo du verstanden hast, was du bist. In dem Moment, wo du wirklich einfach nur das zweite Gebot, erst das zweite Gebot hältst. Mach dir kein Bild von Gott. Ich könnte jetzt sagen, was denkst du, wenn du an Gott denkst? An das Wort Gott, an das Geräusch Gott, an einen alten bärtigen Mann, an ein Pixelmännchen, das du jetzt anschaust. Egal an was du denkst, das ist nicht Gott. Es ist nur eine Welle. Gott ist das Meer. El Hayom. Aber was bist du? An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Sag ich nicht, ich bin du und du bist ich? Mach dir kein Bild von Gott, heißt auch, mach dir kein Bild von dir selber. Mach dir kein Bild von irgendwas da oben im Himmel. Bild heißt doch schon Be-Ilet, wenn wir es hebräisieren. Im Kind. Be-Ilet. Und wenn wir B-L-D schreiben, heißt es, in mir wird etwas geboren. Im Kind. Ich bin doch das Gotteskind. Das ist Ich bin du. Und du weißt, ich kann jetzt nochmal sagen, was ja nicht heißt, dass du dir nichts ausdenken darfst. So erschaffst du Geistwelt um dich herum, eine ganz persönliche Traumwelt, die sich aber letztendlich nur hier und jetzt beroschet inmitten deines Kopfkinos abspielt. Und du hast immer auf einer Stufe tiefer eine statische Datei. Wenn du jetzt dieses Filmchen anschaust, dann wirst du feststellen, alles was kommt, ist schon. Das ist wie wenn du YouTube anschaust. Da leuchtet dir ein, dass wenn du den Film anschaust, da ist eine Datei, das ist eine Einheit, ein Kontinuum. Und du rastest es jetzt ab. Wir können sagen, das ist ein Buch und du liest es Wort für Wort durch. Das sind die einzelnen Fragmente, die immer jetzt bei jedem Moment ist eine neue Welle da. Aber das alles, was kommt, was du jetzt hörst, ist schon da. Du hast es bloß noch nicht gehört. Kannst du übrigens ausprobieren.
Du zeichnest das jetzt auf, wenn das Gespräch fertig ist, fängst du von vorne an und machst dir es bewusst, weil das, jetzt hast du es einmal durchschaut. Genauso ist es mit deinem Leben. Wenn du das einmal durchschaut hast, dann hast du gar nicht mehr groß Bock, das zu wiederholen, weil du hast es durchschaut. Und bis du es durchschaut hast, so lange lasse ich dich das Buch, dieses Leben leben. Also ist es vollkommen unnötig, die Gedanken zu machen, dass du nicht überlebst. Also nochmal, der Geist, der Leser ist ewig. Und das Buch wird von dir, das du momentan liest, wird so lange gelesen, bis du verstanden hast, um was es geht. Und es wäre töricht zu glauben, wenn ich dir jetzt zum Beispiel hier ein komplexes Physikbuch gebe, dass du das wie einen einfachen Roman einmal durchliest und dann weißt, hast du es verstanden, was da drin steht. Das müsste dir jetzt langsam einleuchten. Du hast fast 16.000 Seiten Holofeeling-Schriften, wenn du das zusammenfasst. Wenn du wirklich suchst, was da möglich ist zu aktivieren. Und das, wie lange dauert denn das? Ja, was meinst du? Du hast ewig Zeit dazu. Und wenn ich jetzt hier um raumzeitliches Beispiel zu nehmen, wir nehmen, denken uns unsere Andrea aus, die das hier seit 15 Jahren studiert, um eine Zahl zu nennen. Und die, ich bin, du mit Sicherheit schon 5, 6 Mal gelesen hat, und jetzt sind ja da einige andere Schriften und Updates noch dazugekommen, die letzten Jahre, Jahrzehnte, über Jahrzehnte. Und die hat jetzt das Ich bin, du wieder gelesen, obwohl es das schon 5, 6 Mal gelesen hat. Die sagt, das ist ein vollkommen neues Buch. Die war sowas vorweg, die sagt, Udo, da steht alles schon drin, die ganze, die komplette Offenbarungen, die ganzen Selbstgespräche sind da zwischen den Zahlen drin. Ich sage, wenn du es verstanden hast, wird ein Wort sehr vielfältig. Es sind diese ganz einfachen Sätze, die du so oft schon gehört hast, aber die das Programm Heiko nicht wahrhaben will. Wer will denn schon nicht sein? Das, was du bist, kannst du nicht werden. Und der Geist, der mir jetzt zuhört, der ist nichts, was du denken könntest, weil du, sobald du es denkst, ist es nur eine Welle. Und wenn du an anderen Gedanken denkst, ist eine andere Welle da, aber du bist immer noch derselbe Geist, der das anschaut. Das ist das, was ist. Das ist ein Faktum, das aber nur einem Geist bewusst werden kann. Also ist jegliches Rumgehandel, ums Überleben zu kämpfen, so unendlich sinnlos. Darum sage ich, sorge dich nicht um morgen. Das Problem entsteht ja, weil du da resonierst. Ich habe da so ein altes Beispiel von mir. Wann denkst du an Polo? Sagst du mal, Polo ist jetzt ein Geräusch. Was löst das Wort Polo in dir aus? Ein Auto. Zum Beispiel. Andere denken an dieses komische Sportspiel. Ich sage immer Eishockey mit Pferden. Ohne Eis. Wann denkst du an dieses Spielpolo? Ja, wenn es zufällig in dir auftaucht, wenn du im Fernsehen rumzappst und dann siehst du irgendwie Prinz Charles oder was der Polo spielt oder irgendwelche Schickimicki in sonst wo. Aber was machst du dann mit deinem jetzigen Programm, wenn du rumzappst und du siehst jetzt da irgendwelche Polo spielen, ich gehe davon an, dann zuckt dein Daumen und dann sind sie wieder weg, weil es dich überhaupt nicht interessiert. Stimmt oder stimmt? Ja. Was ich dir damit sagen will, es taugen so viele Sachen in dir auf, die sind wirklich, die blitzen nur auf und fallen sofort wieder in sich zusammen, weil es dich einfach nicht interessiert. Wenn es dich nicht mehr interessiert, den Heiko am Leben erhalten zu wollen, wirst du feststellen, dass diese Probleme genauso schnell, wie sie auftauchen, wieder in sich zusammenfallen, weil du ihnen keine Energie gibst. Weil dir als Geist klar geworden ist, ich will ja weiterlesen, ich will dem Buch ja weiterkommen. Vielleicht einmal ein interessanteres Buch lesen wie das Heiko-Buch, weil das zwar sehr lehrreich ist, das Buch Heiko, wenn du jetzt das Heiko-Buch liest, kann natürlich jeden anderen Namen dafür setzen, dann liest du halt ein anderes Buch, das bleibt derselbe Geist. Fakt ist, du liest zurzeit ein Buch und das ist das Leben des Menschen, der du zu sein glaubst, den du durchlebst, dieses Leben durchlebst du, du musst dieses Buch durchschauen. Müssen, klingt schon wieder so negativ, du darfst es durchschauen. Und du kriegst das neue Buch, wenn du das durchschaut hast. Dieses ganze Gewäsch am Leben, was wir am Leben erhalten wollen, ist ein Krampf. Du wirst auch feststellen, dass zum Beispiel hier die guten Menschen, die Naturschützer, die sich hier dafür einsetzen, dass Tierarten nicht aussterben, das ist gegen Naturgesetze, Heiko. Weil die Natur lehrt dich eine ständige Verwandlung, eine ständige Veränderung.
Ich weise immer wieder darauf hin, wenn du in den geistigen Archiven suchst, da gibt es so schöne Geschichte über Holzkäfer. Ich habe die schon mal erwähnt. Kennst du die Geschichte mit Holzkäfer? Ja. Ich mache jetzt mit denen unseren Fernsehbericht aus, da geht es über Holzkäfer, wie sie Schaden die anrichten. Und in dieser Reportage wird dann hier zu dem Chef vom Bayerischen Naturpark Bayerische Wald gegangen, was er, die Fragen genannt, was halten Sie von Holzkäfern? Und dann grinst er ganz breit und sagt, haben Sie Probleme mit Holzkäfer? Entschuldigung, wird gefragt. Und dann grinst er ganz breit und sagt, ich habe überhaupt keine Probleme mit Holzkäfer. Wir sind ein Naturpark. Wir lassen die Natur so, wie sie ist, und der Holzkäfer ist ein Teil der Natur. Das heißt, wir beobachten es über einen längeren Zeitraum, was da passiert, wie die Natur, diese unendliche Vielfalt von Flora und Fauna interagiert. Und jetzt ist es raumzeitliche Geschichte, wenn wir zurückblättern. In den 90er Jahren hat es eine riesen Holzkäferplage gegeben im Naturpark Bayerischer Wald. Da wurden hunderte von Hektar wurden platt gemacht. Gibt es Filmaufnahmen drüber. Das ist wie nach einem riesen Waldbrand. Das war ein riesen Fichtenwald, glaube ich, und der ist komplett platt gemacht worden vom Holzkäfer. Zwangsläufig, nachdem keine Fichten mehr da war, ist natürlich diese unendliche Holzkäferpopulation mit ausgestorben, weil ja nichts mehr zum Fressen da war. Und jetzt war das wie nach einem Waldbrand platt. Und das größte Überraschung, dass innerhalb von 10 Jahren ist auf dieser riesengroßen Fläche ist eine vollkommen neue Fauna und Flora entstanden. Das heißt, Tierarten haben wieder neuen Samen hergebracht, und was früher nur eine dichte Monokultur war, ein Fichtenwald, ist eine ganz viel gestaltete Lebensform geworden. Innerhalb von lächerlichen 10 Jahren, wie lange beschäftigst du jetzt dich mit den Ohrenbohrungen? Das ist Verwandlung. Probleme mit Holzkäfer hat bloß der Mensch, der sagt, das ist mein Wald, das ist mein Holz, und der frisst mir mein Holz weg. Dieses kapitalistische Denken ist ein Problem. Die Verwandlung liegt im Sinne der Schöpfung. Das gilt für alles. Es ist also vollkommen gegen göttliches Naturgesetz, irgendwelche Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind, am Leben erhalten zu wollen. Jetzt kommt natürlich sofort wieder von Materialisten das große Ja, aber die würden ja nicht aussterben, wenn der Mensch nicht da wäre. Verdammt nochmal, Heiko, der Mensch ist der Holzkäfer. Und in dem Moment, wo er alles aufgefressen hat, in seiner riesen Gier und in seinem riesen Wachstum, wird der Mensch sich selber auslöschen. Ich prophezei dir eine neue Sintflut. Und selbst da läuft nichts verkehrt, weil wir jetzt nur von Gedanken reden. Wenn du jetzt wieder entsetzt bist, weil du glaubst, du bist ein Trockennasenaffe, sag ich dir nochmal, der Trockennasenaffe, der du zu sein glaubst, wird sowieso nicht überleben. Das hat nichts mit Boshaftigkeit zu tun, sondern mit geistigem Wachstum. Was wieder ein Widerspruch ist in sich selber, weil Geist als Ding an sich nicht wächst. Das Meer selber wird nicht mehr, das ist nichts und bleibt nichts. Geist ist Geist. Und mehr Geist wie Geist gibt es nicht. Aber was Geist machen kann, er kann in sich eine Vielheit erzeugen. Das Meer kann in sich Wellen erzeugen. Das passiert in dem Individualbewusstsein. Die Visionen, die Vielheit, die du siehst, ist immer derselbe Geist. Macht Sinn, oder? Also ich finde, es macht Sinn, wenn man es verstanden hat. Das heißt, wir werden feinere, noch feinere Sachen entwerfen. Die übrigens auch schon alle in dir drin sind, alle schon fertig sind, hab alles vorbereitet. Du musst bloß verstehen, dass du irgendwann einmal in das höhere Kapitel kommst in deinem Buch und dass du dann sagen kannst, jetzt habe ich es durchschaut. Und was dich hindert, ist eine panische Angst zu glauben, du müsstest den Trockennasenaffen am Leben erhalten, oder wenn du dich in der Welt verlierst, ist es ja gleich zweimal, geht's ja zweimal dahin. Investiere keine Energie in das, was die Motten zerfressen, in den Mammon. Was nicht heißt, dass du weltliche Freuden ablehnen musst, aber jegliche Art von Glück, die du zurzeit empfindest, steht immer in Verbindung mit irgendwas Ausgedachten. Da alles, was du dir denkst, Gedankenwellen sind, die auftauchen und wieder verschwinden, wird das Glück verschwinden. Willst du ewiges Glück, willst du ewiger Geist, ewiges Glück erleben, musst du dein Glück mit was verbinden, was ewig ist, und du wirst feststellen, das ist meine göttliche Weisheit. Die kann nicht vergehen. Außerdem gilt für Glückseligkeit und Freude gilt das Wellengesetz. Zu Glück
gehört Leid und zur Freude gehört Schmerz. Auch das spannt sich auf. Du kriegst das eine nicht ohne das andere. Wenn du einmal dieses simple Prinzip verstanden hast, es gibt keinen Wellenberg, ohne dass ich im selben Moment ein Tal aufspanne. Versuche mal von der spiegelglatten Wasseroberfläche Wellenberge reinzumachen, ohne Täler zu erzeugen. Drum wettert der Udo permanent gegen diese Weltverbesserer, die immer einseitige Ziele anstreben. Nur Frieden gibt es nicht. Nur hell gibt es auch nicht. Du kannst dir einreden, jetzt ist es hell. Nur hell. Mit einem höheren Globalbewusstsein weißt du, dass es im selben Moment dunkel ist. Nicht vorher, nicht zeitlich vorher. Jetzt, es gibt nur jetzt. Und egal, was du Geist jetzt wahrnimmst, es ist hier und jetzt deine Information, die in dir aufgetaucht ist. Egal, wo du dir die hindenkst, egal, ob du dir die woanders hindenkst oder in die Vergangenheit denkst. Es ist jetzt und es ist hier. Das ist das Geheimnis vom ewigen Hier und Jetzt. Und du Geist bist genauso ewig wie das ewige Hier und Jetzt. Und wenn du Geist bist, dann erwachst du jetzt. Und wenn jetzt was in dir drin ist, das sagt, wie lange dauert es bei mir noch? Dann sag ich zu dir als der, der ich bin, nicht einmal ich kann es dir sagen, wie lange das bei dir noch dauert, weil ich dir die Freiheit gegeben habe, das selbst bestimmen zu dürfen. Aber ich kann dir eins garantieren, solange du glaubst, du erreichst diesen Zustand in der Zukunft, wirst du ihn nie erreichen. Es wird nur jetzt passieren können. Du wirst nicht morgen sterben und nicht in 10 Jahren und nicht in 50 Jahren. Du kannst nur jetzt SDR. Und jede neue Erscheinung, die in dir auftaucht, vernichtet die bestehende. Wenn du ein Meister des ewigen Lebens bist, das heißt ganz einfach gesagt, wenn du ich bist, dann wirst du das verstehen. Wenn du ein Meister des ewigen Lebens bist, wirst du von Augenblick zu Augenblick STR. Raumzeitliche abtrünnige Erscheinungen, Erben, erweckte polare Existenzen. Und lass die Toten ihre Toten begraben. Tote sind viele. Das sind die Lebendigen, die glauben, sie sind Leben. LBN. Zu polaren Existenzen werden. Ben sind ja Söhne eigentlich in einem gewissen Maß, wenn wir die blau schreiben. Interessant ist, LBN, was heißt die Radix Lamet Bet Nun auf Hebräisch? Ich weiß dir sagen, Leben, LBN, Leben, heißt Weiß. Unter anderem, ich weiß. Das heißt, das Leben dieser Toten ist letztendlich das, was sie zu wissen glauben. Und da wollen wir uns mal nichts vormachen. Wir denken uns diese ganzen Menschen so, dass sie glauben, sie sind sterbliche Trockenausnahmen. Und wieso glauben sie das? Weil sie nicht mir vertrauen, sondern ihren Lehrern und ihren Erziehern, ihnen das eingeredet haben. Die muss natürlich jetzt auch jetzt ausdenken. Ich sage, du bist Geist von meinem Geist, du bist ein Gotteskind. Immer alles, was sich widerspricht, gehört untrennbar zusammen. Jetzt denkst du dir wieder unseren Spiegeltunnel. Oder den Tetraeder, wo ein Licht in der Mitte steht. Und du denkst dir, du bist ich, du bist dieses Licht im Zentrum. Und du schaust um dich rum in diese, was siehst du dann? Du siehst unendlich viele Lichter. Ist das ein anderes Licht wie du? Das sind zwar viele, das ist deine eigene, die Öffnung Gottes, DI, ist eine Vision, das ist deine eigene Division. Es gibt doch nur dieses eine Licht im Zentrum vom Spiegeltunnel. Und alle drumherum sind Facetten, die sich hochspiegeln aus dem einen Licht heraus. Und jetzt frage ich dich, wer ist immer, der Udo oder du? Du Geist, der du dir jetzt den Udo ausdeckst. Ich? Siehst du? Ich habe die Arschlochkarte. Ich nehme sie aber gern an. Jetzt macht es einen Sinn, wenn ich sage, wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Du kannst immer nur von oben nach unten sehen. Das ist das, was ist, und jetzt dein Intellekt, überwinde den Intellekt, der dir permanent souffliert, Angst und ich brauche und ich muss,
Das Einzige, was du musst, ist ein Dürfen. Du darfst da sein. Versuch dich doch einmal wegzumachen. Probier's doch einfach mal aus. Vertrau mir. Geh irgendwo auf Autobahnbrücke und spring runter. Ich kann dir genau sagen, was passiert. Du wirst schweißgebadet als der, der du zu sein glaubst, hochschrecken, vollkommen hochschrecken und dir denken, boah, habe ich einen Scheiß getragen. Und in dem Moment, wo du wach wirst, wird dir bewusst, dass das, was du jetzt denkst, was vorher passiert ist, dass das nur ein Traum war. Die Schwierigkeit ist, wenn du träumst, weißt du nicht, dass du träumst. Weil dann alles so unheimlich real ist. Jetzt schau um dich rum. Jetzt empfinde den Körper, der du zu sein glaubst. Ist doch richtig real, oder? Ja. Weißt du, wenn du tief und fest schläfst, dass du tief und fest schläfst und träumst? Weißt du es dann? Nein. Ein klarer Beweis dafür, dass du jetzt tief und fest schläfst und träumst. Und wenn jetzt wieder welche auftauchen in dir, die sagen, so ein Blödsinn, wie kann man so eine Scheiße glauben und du bist in einer Sekte, du bist der Gehirn gewaschen. Wenn du dich jetzt von diesen Figuren in deinen Raum wieder verunsichern lässt, dann hast du die Arschlochkeit. Du bist die letzte Instanz. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber jetzt ist die Frage, ist es dein Glaube, den du danach plapperst, von dem du dir das alles diktieren lässt, ist diese Logik, der du anhängst, die dir ja so unendlich logisch erscheint, ist es deine Logik oder ist es nur etwas, was du bekommen hast, der Schwamminhalt, das du dir gar nicht raussuchen konntest? Es ist was Gegebenes. Und das ist keine dolle Logik, sondern das ist ein Führerscheinprüfungsbogen. Der ist so massiv voller Fehler. Und du, Geist, hast, während du diesen Führerscheinprüfungsbogen, diese Traumwelt, zugegebenermaßen extrem real, durchlebst, durchschaust, hast du die Fehler und die Widersprüche zu erkennen. Und vor allem diesen großen Satz, alles, was sich widerspricht, ist auf einer höheren Ebene eins. Das heißt, dass du feststellen wirst, dass die ganzen Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, wo du bisher geglaubt hast, dass das die größten Weisen sind, dass das die dümmsten sind und dass die eigentlichen Idioten, die du dir denkst, dass das die Narren, dass das die Weisen sind. Selig sind die Verrückten, die Armen im Geiste, die wenig wissen, könnte ich jetzt sagen, was nicht heißt, dass du blöd bist. Wissen führt dich, umso mehr Wissen du hast, umso mehr führst du dich mit deinem eigenen Wissen in die Irre, weil das überhaupt nicht dein Wissen ist. Erst wenn du dich verrückst, wenn du ein Verrückter wirst, wenn du dich aus dieser Normierung, der du zurzeit anhängst, diese Normalität herausgehst, verrückst, okay, dann bist du natürlich für die anderen Menschen nicht mehr zurechnungsfähig. Das heißt, wenn dir deine Gedanken einer nicht mehr nachvollziehen kann, jeder kommt ja in eine gewisse Kiste rein. Das ist ein Katholik, das ist ein Zeuge Jehovas, das ist ein Schickimicki, das sind ja so Kisten, die sind ja alle zurechnungsfähig. Kann man ja durch Beobachtung, kann man ja in einem gewissen Maße die in einer gewissen, ich nenne es einmal Gattungen einsortieren. Glaubensgattungen. Aber in dem Moment, wo einer auftaucht, der nicht zurechnungsfähig ist, der macht im ersten Moment einmal Angst. Das ist ein Verrückter. Aber dann bist du ein außergewöhnlicher Mensch, du lebst außer dieser zwanghaften, normierten Gewohnheiten dieser Tierchen um dich herum. Du hast das Tierdasein verlassen. Du wirst ein freier Geist, der alles nachvollziehen kann. Das ist im Requiem, beschreibe ich das schön. Wenn mir irgendeiner was erzählt, dann kann ich diese Gedankengänge mitgehen. Ich versuche den ja zu verstehen. Und ich werde dann auch dieselben Vorstellungen in meinem Bewusstsein aufwerfen mit diesen Worten, die der spricht. Das ist nicht die Frage, ob das richtig oder verkehrt oder gut oder böse ist. Es ist rein, du wirst mit Worten konfrontiert und du wirst Vorstellungen in dir auf. Ich kann dir jetzt zum Beispiel mit Worten folgende Illusion in dir erzeugen. Die Erde ist eine Scheibe und alles dreht sich um diese Scheibe herum. Kannst du dir vorstellen, bildlich vorstellen. Wohlgemerkt beelet, nur im Kind, nur in dir selber. Jetzt denken wir uns hier, da ist eine Sonne und um diese Sonne kreisen irgendwelche Kugeln, Planeten drumherum. Kannst du dir vorstellen, aufbauen, das sind nur Worte, dein Programm kann die Bilder machen. Wir können uns jetzt aber auch denken, im Zentrum des Universums steht der Jupiter und um den Jupiter kreist die Erde und um die Erde kreist die Sonne. Können wir Computerprogramm schreiben und diese Simulation aufbauen? Die Frage, was jetzt da außen
In Wirklichkeit, es stellt sich nicht, wir halten das zweite Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel und da draußen. Es sind Vorstellungen, die wir uns ausdenken. Wir können uns das alles ausdenken. Aber eins zu behaupten, das ist da außen. Auch dann, wenn ich nicht dran denke, dann brickst du das zweite Gebot. Das heißt, 99,99999% der Trockennasen auf dem Scheitern, die sich Christen nennen, scheitern so am zweiten Gebot, beziehungsweise ersten Gebot. Das ist das, was ist. Weil sie gar nicht hören, was da steht, weil du so tiefer Materialist bist, dass du sagst, das ist ja sowieso bloß religiöser Schwachsinn. Es ist doch bewiesen, dass da oben laufend Sterne sind, die sich bewegen. Ich sag, beweis es mir. Beweis es mir. Wie definierst du bewiesen? Fakt ist, wenn du nicht an Sterne denkst, sind keine Sterne da. Ich habe das tausendmal schon erwähnt. Und in dem Moment, wo wir jetzt von Sterne sprechen, wo sind die Sterne, die du dir jetzt ausdenkst? Acht auf deine deutsche Sprache. Das ist eine Idee, eine Illusion in dir, die aufgrund dieser Worte erzeugt wird. Wie willst du beweisen, dass da oben Sterne sind, wenn du nicht dran denkst? Selbst ein Einstein, der sagt, ich wehre mich dagegen zu glauben, dass der Mond nicht mehr da ist, wenn ich nicht hochschaue, ist so tief verfangen gewesen. Und jetzt schließt dein Ich bin du. Wo ich sage, genau dieser Einstein will viele Fehler wieder gut machen, die er in seinem Leben gemacht hat, wo er hier mehr oder weniger Gedanken in die Welt gesetzt hat, die dann von geistlosen Äffchen nachgeäfft wurden, die sich Physikprofessoren nennen. Und das eins zu eins schlucken. Es gibt dann natürlich wieder welche, die sagen, Einstein ist Blödsinn. Auch hier gilt wieder Jein. Die Relativitätstheorie, die erste, die spezielle Relativitätstheorie, erklärt alles. Die allgemeine Relativitätstheorie, die baut dann schon hier diesen riesen Druckschluss an der raumzeitlichen Welt auf. Das ist eben, weil er nicht akzeptieren wollte, dass da oben der Mond nicht mehr ist, wenn er nicht hochschaut. Dadurch hat er hier 10 Jahre die allgemeine Relativitätstheorie entwickelt. Die er natürlich nur entwickelt hat, weil wir uns das jetzt ausdenken und weil wir ihm diese Gedanken zusprechen. Egal an wen du denkst, er ist nur, weil du ihn denkst. Du kannst den Goethe in die Vergangenheit denken, aber in dem Moment, wo du dir den Goethe in die Vergangenheit denkst, wird er so sein, wie du ihn dir denkst. Und jetzt denk an Hitler. Und wenn dir jetzt bewusst wird, wenn du neben dir stehst, dass der Hitler, den du dir ausdenkst, hast du mal deine Vorstellung von Hitler steht und fällt mit dem Wissen, das man dir über Hitler erzählt hat. Jetzt denk an Putin. Jetzt denk an Obama. Jetzt denk an Merkel. Jetzt denk, du wärst nicht der Heiko, sondern du wärst der Vorstand in der Jungen Union. Oder in der CDU. Jetzt denk an Merkel. Jetzt stell dir vor, du bist der Präsident von der SPD. Jetzt denk, was macht man nochmal Schönes? Machen wir es anders. Stell dir vor, du bist der Chef der NPD. Jetzt denk an Hitler. Großer Held. Verstehst du, was ich meine? Ja. Dass dein Intellekt, das, was in dir drin ist, was du als richtig erkannt hast, was du dir nicht raussuchen konntest, bestimmt, wie die Sachen sind, die du dir denkst. Jetzt denk an den Udo. Es gilt dasselbe in Grün. Du bestimmst, was ich bin. Und ich sagte, ich bin erst einmal nur ein Gedanke, den du denkst, der vollkommen unwichtig ist. Du bist das Einzige, was immer ist. Dieser Geist, der immer ist, das ist, an den richten sich die ganzen Offenbarungen und nicht an irgendwelche Gedanken, die du dir ausdenkst. Jetzt lassen wir es gut sein. Ich danke für das Selbstgespräch. Ich danke.